Hallo und herzlich willkommen zu einem Ankündigungsvideo. Ich habe ja gesagt, ich werde anfangen, mehr zu streamen, also vor allem täglich, denke ich mal, meistens abends. Und dass es jetzt einfach auf Twitch ist, weil YouTube macht so ein bisschen Probleme beim K. Ich muss immer wieder den K eingeben, ich muss immer wieder lange warten, bis endlich mal live gehen dasteht bei YouTube. Und ja, es ist meistens nicht so gut gefüllt und so weiter. Die Leute auf YouTube, also ihr, schaut eher Videos und dort halt auch nicht immer so viel und so weiter. Und auf Twitch habe ich natürlich schon eher die Chancen, dass sie auch ein bisschen länger bleiben und so weiter als ihr. Und deshalb habe ich mich entschieden, dass ich einfach wieder auf Twitch gehe und meistens so Spiele mache wie Regnum. Oder später dann, also in einem Monat, dann World of Warcraft. Ich kann schon früher machen, aber dann muss ich ein Abo oder so machen. Auch Classic geht leider nicht und deshalb warte ich noch einen Monat, bis es geht. Währenddessen kaufe ich jetzt einen zweiten Bildschirm, damit ich eure Kommentare auch lesen kann und nicht immer wieder Alt-Tab drücken muss. Und ja, was gibt's noch Neues? Dass ich einfach momentan echt viel Bock habe auf Regnum und deshalb auch Livestreams mache. Meistens denke ich mal am Morgen und am Abend. Also, ich weiß jetzt nicht, ob morgen wirklich lohnt, live zu streamen. Das entscheidet ihr. Also, müsst natürlich nicht am Morgen kommen, das ist klar. Aber wenn ihr Lust habt, am Morgen auch einen Stream zu schauen oder so, was euch einfach langweilig ist und ihr wisst nicht, was ihr machen sollt oder so, dürft ihr gerne mir ein bisschen zugucken, ein bisschen dabei sein, ein bisschen quatschen, was ihr einfach Spaß habt. Müsst ja nicht unbedingt ja das Spiel genießen, könnt ihr auch mit mir ein bisschen reden oder eben schreiben und so weiter. Leider ist das Drop-Event schon wieder weg und auch XP-Event. Deshalb bin ich jetzt gerade wieder echt am nichts bekommen, außer den Feuerstab der Apokalypse, der nichts hat, nichts bieten kann. Aber ich habe geschaut, ich habe war ungefähr hier. Ich habe echt viel gelevelt heute Morgen schon. Jetzt ist bei mir 8:43 Uhr. Also ich spiele meistens so ab 7 Uhr schätzungsweise. Und jetzt ist 8:40 Uhr. Also, haben wir gesagt? 43 Uhr. 8:43 Uhr. Und das ist dann so meine Zeit, weil ich bin dann morgen eigentlich meistens fit. Ja, okay, ich kann nicht so gut schlafen, so gut ausgeruht, aufwachen und so weiter. Aber dann ist einfach meine Spielzeit für mich alleine und das möchte ich gerne mit euch teilen. Also falls ihr Bock habt, dann dürft ihr gerne mitmachen oder mit dabei sein, was ich denn so spiele. Und ich habe ja gesagt, ich werde Vlogs mit meinem Handy mal versuchen. Das ist ein Galaxy Note 10 Plus, also ein sehr gutes Handy, sehr gute Qualität. Später auf die GoPro 8 oder was neu ist, also ob es noch einen neuen gibt bald oder jetzt, kaufen. Und dann noch extreme Sportvideos machen und so weiter. Also ich denke, mit dem Handy geht schon auch ein bisschen, aber nicht gerade so extrem. Wegen dem Ruckeln und so, vom Laufen, also vom Joggen. Aber mit der GoPro hat man dann das nicht mehr, weil man so einen Ausklang hat. Also die Kamera bewegt sich dann nicht mehr so extrem. Es tut sich so ein bisschen smoothen irgendwie so. Weiß auch nicht, wie das geht, so gehen soll. Aber ja, mache ich auch solche Videos meistens dann. Ich denke, ich werde dann einfach wahrscheinlich eher streamen als Videos machen, aber dafür Vlogs auch noch bringen. Vielleicht ein Video von Regnum pro Tag oder so. Und ein Vlog-Video. Und dann schauen wir mal. Also mir geht es schon extrem gut. Also gesundheitlich bin ich eigentlich auf einem guten Weg, wirklich gesund zu werden. Was man halt einfach als chronisch Kranker, also ja, diese Autoimmunerkrankungen halt einfach sagen kann, weil die kann man nicht wegmachen, solange die nicht geheilt werden können. Und deshalb bin ich einfach eingeschränkt. Also sonst würde ich den ganzen Tag livestreamen, wäre wahrscheinlich fett und hätte mich gelangweilt oder so. Und weil mein Leben jetzt einfach momentan extrem abwechslungsreich ist, bin ich einfach so freudig auf Games. Also meine Sucht kommt sozusagen noch, aber ich kann sie extrem gut abwehren.
Und ich denke, ich werde einfach livestreamen, wenn ich zocke. Und wenn ich nicht zocke, werde ich halt nicht livestreamen, aber damit ich einfach auch ein bisschen mehr Zeit habe für die wichtigen Dinge des Lebens, aber ich auch mehr bieten kann. Das ist eigentlich sehr gut. Jo. Und ich denke, mehr werde ich dann in den Livestreams erzählen. Dankeschön, dass ihr gestern dabei wart, die paar Leute. Aber eben, auf YouTube kann man einfach nicht livestreamen. Es lockt keine neuen an und so. Also man hat einfach zu wenig Reichweite. Und deshalb geht es einfach auf YouTube nicht. Ich will nicht die ganze Zeit immer alles einstellen müssen, alles auf alles warten und so weiter, weil einfach das einfach viel zu langsam ist und buggy ist. Deshalb einfach auf twitch.tv/dragobasel. Viel Spaß und ein weiterhin gutes, schönes Leben hoffentlich. Und ja, es kommt sicher, also am Montag kommt sicher wieder ein Regnum-Video auf YouTube. Keine Angst, der YouTube-Kanal wird nicht aussterben. Der ist auch nicht gut, weil da habe ich schon viel erreicht, aber einfach nicht so die täglichen Aufrufe jedem oder so, dieser Fanstatus bekomme ich einfach nicht von den Fans und deshalb, ja, bin ich halt eher so ein bisschen gezwungen, halt etwas anders zu machen, also, dass ich da einfach auf Twitch wieder gehe, bisschen versuche, halt noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich habe schon extrem wenig Aufmerksamkeit, auch wegen dem Defizit. Also ADHS, Asperger. Und das macht mir halt viel mehr Schwierigkeiten als zum Beispiel so, ja, Gelangweilte und, ja, einfach die Livestreamer, die einfach nichts machen den ganzen Tag, aber voll viel Fans haben. Ich verstehe nicht, wieso die so viele Fans haben, wenn sie den ganzen Tag nichts machen, nur streamen, nicht mal richtig gamen und ja, meistens auch nur Just Chatting machen bei Twitch und so weiter. Ja, deshalb, keine Ahnung. Die Welt ist ungerecht. Das ist es einfach. Das zeigt Twitch und YouTube einfach jeden Tag. Aber gut. Ich nörgle eigentlich ja nicht, also gerne. Also, ich muss halt einfach nörgeln ein bisschen. Also, das ist einfach. So, Gerechtigkeit kann man nicht wünschen. Das ist einfach zwischen den Menschen. Also, die Menschen machen sich ungerecht gegeneinander. Die Menschen müssen einfach lernen, mal ein bisschen sorgfältig miteinander umzugehen. Dann klappt das auch. Also, ja, und motzt, wenn ihr etwas nicht gut findet, eine Entscheidung nicht gut findet von mir. Motzt, wenn ich halt nicht gut bin für euch. Motzt, wenn ihr irgendwas macht, aber Hauptsache nicht einfach irgendwie passiv da im Hintergrund nichts machen oder sonst irgendwas. Einfach diese Passivität muss halt auch schon mal ein bisschen weggehen. Weil ich sehe es auf YouTube Analytics. Es geht runter und ich kann nichts mal dafür. Also ich mache jetzt schon viel bessere Videos wieder. Ich bin selbstbewusster geworden und alles Mögliche. Ich war ja mal Anfangs November noch relativ, ja, fraglich. Also, dass ich einfach gefragt habe, was bringt's eigentlich zu Livestreamen oder zu YouTubes Videos zu machen? Wie lange soll ich das noch durchhalten und so? Und jetzt könnte ich sagen, ich könnte den ganzen Tag livestreamen. Aber ja, ich bekomme dadurch nicht mehr Aufrufe. Ich investiere nur meine Zeit und deshalb bin ich da gerade so ein bisschen demotiviert, in YouTube zu streamen und so, weil da einfach nichts geht. Also, ich hoffe, ihr versteht meine Meinung und ich denke, ja, müsst nur rüberkommen auf Twitch und könnt die Videos dann auch nachschauen auf YouTube. Also die Livestreams werde ich aber eben nicht so nah aneinander hochladen, sonst schaut ihr natürlich nur die YouTube-Videos und nicht die Livestreams live. Weil das einfach so ist, dass man dann einfach keine Aufrufe bekommt von, also in den Livestreams und so. Das muss jeder machen. Oder ziemlich jeder. Das ist einfach so, diese stinkige. Ja, der Streamer, der Streamer, der Streamer, dann der Streamer und dann komme ich irgendwann mal. Es stinkt halt einfach, dass ich dann auch nicht so viel Einfluss habe, weil ich recht spät bin, oder?
Also, dass ich da. Das sind der Witcher, okay. Dass ich da. Ja. Ich bin halt schneller ein bisschen demotiviert. Das ist einfach so. Durch die viel höhere Aufmerksamkeitsaufgabe, also dass ich einfach viel intensiver alles spüre, da ich quick lebendig bin oder extrem lebendig bin. Und wegen dem ADHS natürlich, also Asperger. Ja, und ja, ich schaue mal noch mal ein bisschen nach der Grafik. Ich möchte noch ein bisschen die Grafik erhöhen. Einfach ein bisschen die Texturen im Hintergrund ein bisschen detaillierter machen, wenn es geht. Die Berge sehen schon cool aus. Und spiele noch ein bisschen Last Epoch und Livestream wahrscheinlich Last Epoch heute Morgen auf Twitch. Gut, also eben aktiv bin ich meistens am Morgens, vielleicht nachmittags, wenn ich nicht Sport mache, sonst abends. Und ja, gestern wollte ich noch WoW machen, aber konnte es einfach nicht mehr. Lol, Tenax wurde zum Angriff auf Syrtis gerufen. Lol, was machen die da unten? Die wollen die Edelsteine, alle vier. Ja, genau. Ja, das ist halt einfach, ja. Dass ich schon live streamen kann, aber nur dann, wenn ich wirklich auch nicht Sport mache, weil ich will natürlich schon ein Talent werden. Fußball oder im Kampfsport. Mal schauen, was ich mache, weil Kampfsport ist das schlecht für meine Genesung, für meinen Diabetes und so. Wenn ich mal schwer verletzt bin am Bein oder so, also am Fuß oder sonst irgendwo, dann könnte es schlecht heilen oder ja, ich bin einfach zu schwach dann oder so, weil mein Körper zu viel Energie verbraucht und die Energie kommt ja wegen dem Zucker, also wegen dem Insulinmangel. Da nicht so richtig in die Muskeln und dadurch habe ich dann wieder weniger Energie und so. Ja, es ist schwer, es ist ein extrem schweres Leben, aber ich mache genau das, was eigentlich Diabetiker machen müssen. Sport machen und so, die müssen die Kraft auch nutzen, dadurch auch mehr, weniger Spritzen und so. Das ist halt so ein Problem, das ich nicht so gut finde, aber es im Griff habe. Also ja, beinahe. Ich habe wirklich manchmal ein bisschen höhere Zucker oder tiefere Zucker. Aber das liegt auch am Sport, also dass es dann wieder rauf und runter geht. Das ist leider. Da kann man das gar nicht so planen. Und das könnte ich auch immer wieder geschwächt sein und so. Einfach nicht anmerken, bitte. Ja. Also gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Wenn ihr Lust habt, dann kommt vorbei. Ich bin immer wieder online. Auf Twitch seht ihr immer wieder, wenn ich online bin. Auf Discord muss ich das noch einstellen, auf dem neuen Server, Dragos Hut. Auf dem alten Server, da ist das eigentlich noch drin, aber das kann ich jetzt momentan nicht verschieben. Muss ich vielleicht der Bruder HD fragen oder so. Mal gucken. Also dann, bis später. Tschüss.